So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist wieder Zeit für, ja, Pokémon Go, der Community Raid. Ist das nicht eine schöne Landschaft hinter mir? Guckt mal da runter. Da ist die Straße, da fahren die Autos. Zack, dann geht die Straße noch bis da hoch. Da fahren noch mehr Autos. Und hier, warte, so rum. Hier haben wir eine Arena. Guck mal, Hildburghäuser Stadtwald. Und das ist nicht nur das. Hier ist auf der anderen Seite, müssen wir rüberlaufen. Hier ist auch noch das, ja. Mann, ist das schön. Wie ein Wegweiser, Widersbach, Bürten, Rondel, Heckenbühl, Hähnleinsbrunn, Poppenwind, Solarberg, also Schießplatz, 2 Kilometer, Fürstenweg. Da steht auf jeden Fall alles drauf. Und wir sind hier, denn wir wollen einen Community Raid machen. Ihr seht jetzt hier in der App, da ist die Arena. Ich habe euch nicht angeflunkert, das ist halt wirklich die Arena. Hildburghäuser Stadtwald, sieht man auch hier, wenn man sich das nochmal anguckt. Zack, ist das Schild da drüben und das heißt, links daneben müsste hier der Pokestop sein. Ja, zeig mal den Pokestop an. Hier der Pokestop, Wegweiser. Das sieht so natürlich viel schöner aus und dann kennt man auch mal. Ich bin jetzt hier unterwegs, denn Suicune ist da, wer das nicht mitbekommen hat. Gestern noch schön Raikou in der Raid-Stunde gemacht, ein 98er einfach sitzen gelassen und geflohen. Dann noch 5 Shinies mitgenommen, irgendwas. Mittlerweile habe ich ja mein 100% Raikou mit Wetterboost als Lucky Pokémon zum Maxen. Irgendwie hängt sich hier die ganze... Ich glaube, ich muss gleich mal neu starten, das hat sich alles irgendwie hier eingefroren. Und Suicune ist seit heute 10 Uhr da, der Wechsel diesmal Suicune. 10 Uhr können die Eier aufgehen, 11 Uhr, nee, 10 Uhr können die Eier erscheinen, 11 Uhr können die Eier aufgehen. Jetzt ist es 12.26 Uhr, wir wollen gleich hier den Raid machen. Dazu lade ich natürlich wieder Leute ein, aus der Community, ja. Gucken wir mal hier rüber, Kanal, Community. Erstmal hier habe ich noch ein Bild, ne, wo sich schon 22 Leute drunter eingetragen haben wahrscheinlich. Ich denke mal wieder, alle werden unter das Bild geschrieben haben. Ich mache mit, ich bin dabei, bitte einladen, sonst was. Das ist doch nur die Konda-Liste. Das zeigt euch doch nur, was das Ding kann, wie viel es haben muss und was ihr nehmt. Wir merken uns mal den 100er Wert mit 17,4. Es regnet nicht, also denke ich mal, ist es nicht wettergeboostet. Wir merken uns also 17,4 und ihr seht schon, was überragt. Elektro-Pokémon. Überall Elektro-Pokémon. Schwächen hat es hier Pflanze und Elektro. Mal gucken, theoretisch hätte man gleich unser Raikou ausprobieren können. Das hat aber noch nicht die richtigen Attacken. Das ist auch noch nicht gemaxt. Aber wen laden wir ein? Wir haben hier Leute, 15 Kommentare. Wir sortieren das wieder nach Neueste zuerst. Und gucken von unten nach oben. Hier Lukas Casey ist dabei. Moro der Starke wäre dabei. Der Dennis wäre dabei. Der Pierre, der GHJ. Losty Lift wäre dabei. Rotri. Umut habe ich ausgelassen, der hat nicht den Regeln entsprechend sich eingetragen. Trainer Sirups ist dabei, Boba hat noch einen fetten Text geschrieben, aber dann hat Umut ja trotzdem noch seinen Namen nachträglich eingefügt, sodass ich jetzt weiß, wenn ich den geedit habe, wie er auch im Spiel heißt, weil das alles auf derselben Seite steht. Also Umut doch dabei, dann Carsten dabei und die restlichen kamen dann zu spät. Buffel zockt, Colin, Nico KB, Nico hat jetzt schon keinen Bock, ihr seht das. Wir machen uns bereit. Ich muss nämlich jetzt, ich habe allen Anfragen geschickt, ich muss gucken, ob die auch alle angenommen haben. Und wenn die alle angenommen haben, muss ich bei jedem noch einen Punkt dran machen, dass ich dann einfach nur auf Punkt drücke und alle 5 gleich da habe. Einmal links, einmal rechts. Und außerdem muss ich noch was fangen und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich weiß auch noch nicht, wo ich die Handys hinpacke. Bisschen Vorbereitung noch, dann geht's gleich los. 32, na gut, ihr seht ja in 4 Minuten. 4 Minuten geht der Raid auf. Jetzt fix was fangen und gleich zurück. So, wir sind da, der Raid ist auf, die Leute drehen durch, ich sehe es jetzt schon, wir schmeißen mal die Pässe überall rein, müssen aber mit den 2 iPhones natürlich einladen, jetzt haue ich hier überall mal drauf, hier gehe ich wieder auf Punkt, deswegen beschrifte ich mir die ja so schön immer, einmal hier, einmal da, 5 auswählen. Und ich denke mal, das hat sich in nächster Zeit eh erledigt mit dem Auswählen und mit dem ganzen Zeugs. Denn wenn ich die Leute mal annehme, dass ich die wiederfinde, mache ich einen Punkt dran. Dann muss ich den Punkt aber beim nächsten Mal wieder wegmachen und muss 5 neue Punkte an 5 neue Leute dran machen. Aber
Ich habe gehört, im Code wurde gefunden, dass man bald auch Freunde in der Freundschaftsliste markieren kann. Vielleicht kann ich also, anstatt einen Punkt ranzusetzen, was ja im Prinzip ein Spitzname von dem Freund ist, demnächst einfach diese 5 auswählen, eine Markierung setzen und dann über die Markierung direkt diese einladen, dass ich einfach genauer weiß, aha, der und der. Da muss ich nicht jedes Mal den Spitznamen geben, den Spitznamen wieder wegmachen. Ist eigentlich ein cooles System, trotzdem kann man nichts sagen, passt. Aber das andere geht vielleicht mit nur einem Schritt. Einfach nur zack, bam und dann sind die da, anstatt das hin und her. Wir sind jetzt 15 Leute. Hier haben wir Raikou drin. 3452, Alter, ist das gemaxt? Hier ist Raikou, Despot da. Hier ist Despot da, Raikou. Hier ist Despot da, Elevoltec. Despot da, Elevoltec, Roserade, Rihonio. Raikou, Elevoltec, Despot da. Und hier, das seht ihr ja selber, was hier bei dem Großen ist natürlich. Magnezone, zweimal Raikou. Despot da mit Gesteinsattacken. Verstehe ich nicht. Das ist doch vom Typ Wasser. Das haut doch mein Despot da einfach direkt um. Zapdos ist auch noch am Start. Inwiefern ist Despot da jetzt eine gute Wahl? Ich weiß es nicht. Ich sehe aber auch nur 15. Sprich, irgendeiner ist nicht dabei. Wir werden dann rausfinden, wer nicht dabei war. Das seht ihr dann am Ende. Euch lege ich jetzt mal so hin, dass ich hier besser drücken kann. So. Hätte ich natürlich vorher die Lobby durchgewühlt, hätte man vielleicht schon gesehen, welche Namen drinstehen und welche Namen fehlen. So sehe ich ja dann bei den 5, wo ich eingeladen habe. Wenn die den Raid mitmachen, haben die ja eine Interaktion, dann haben die auch einen blauen Kringel. Das heißt, ich habe 2 Handys, auf jedem sind 5 Eingeladene und auf irgendeinem Handy müsste einer der 5 Eingeladenen keinen blauen Kringel haben. Nämlich genau der nicht reingekommen ist oder der nicht mitgemacht hat oder der es verschwitzt hat. Oftmals liegt es daran, dass es heißt, ja, ich habe keine Einladung bekommen und der Fehler liegt irgendwo am Niantic-Server oder so, dass da nichts rausging. Es gibt aber auch die Leute, selbst dem Hannes ist das auch schon passiert, der hat sich für einen Raid eingetragen und dann hat er irgendwann geschrieben, ah, ich habe den Raid total verschwitzt, mein Gott. Und dann hast du einfach gemerkt, ja gut, er hat sich eingetragen und dann ist er umgefallen und als er wieder zu sich kam, war der Raid natürlich schon vorbei und er hat ihn halt einfach verpasst. Ich hoffe, ihr habt euch den 100er Wert gemerkt. 17.4 müsste das also gewesen sein. Ihr seht, mit 6 Accounts geht das richtig einfach. Ja, wir sind 15. Trotzdem geht auf jeden Fall ganz gemütlich. Wir werden natürlich auch am Samstag eine Raid-Stunde sagen und Raikou zusammen. Wir werden am Samstag natürlich eine... Oh, wie heißt das hier? Raids für Zuschauer machen, genau. Samstag Raids für Zuschauer mit Suicune, wer da dabei sein möchte. Halt wieder frühs, 8 bis 13 Uhr, denke ich mal so. Sonntag gibt's keine Raids für Zuschauer, weil wir Sonntag ja den C-Day haben. Da spielen wir einfach in Ruhe den C-Day und dann passt das. Jetzt muss ich mich hier nochmal durchklicken, um zu gucken, wer ein Gutes hat. 1647, 1671, 1654, 7174. Wir gucken mal kurz, was der Große hat. 19 Bälle hat er auf jeden Fall. Ob ein Shiny dabei ist, natürlich nicht. Aber 1659. Das müssen wir jetzt noch fangen, damit ich nicht die ganze Zeit so gebückt stehen muss. Laufen wir mal hier an die Seite. Stellen euch mal hier oben drauf. Müsste das auf jeden Fall gemütlicher gehen mit dem Fang. Ihr nehmt wie immer natürlich eine goldene Beere. Ihr curvt, werft drauf und ich muss sagen, das sitzt ziemlich weit vorne, ja. Außerdem schwebt es nicht nach links und rechts, das finde ich ja immer optimal. Und zusätzlich bleibt es noch im ersten Ball drin, was will man mehr, ne? Wir können das jetzt fix nochmal bewerten. Was ist das denn? Ja. 11, 15, 12. Suicune brauche ich an sich eigentlich nicht mehr. Wir können ja mal kurz Suicune eingeben und mal schauen, was das beste Suicune ist, was ich habe. 1694 wäre das beste und das ist ein... 3 Punkte fehlen, also ein 93er. Na ja, mal gucken.
Montag gibt es ja die Raid-Stunde von 18 bis 19 Uhr. Vielleicht gibt es da noch ein gutes. So ein 100er Sekun würde ich mir auch schmecken lassen. Würde ich auch hochziehen natürlich. Ansonsten seht ihr, Shinies sind auch dabei. 3, 4, 5, 6 Stück irgendwas. Also ich bin eigentlich eingedeckt. Jetzt möchte ich doch aber trotzdem noch mal kurz schauen. Hier ist überall so schmierig. Jetzt möchte ich trotzdem noch mal kurz schauen, wer nicht reingekommen ist. Das heißt, ich fliehe hier jetzt einfach mal bei allen, weil so die Kuhn eh doof ist und nichts kann. Hier ist noch ein Glücksfreund. Und jetzt die große Überraschung, wenn wir hier drauf gehen, wenn wir hier auf Punkt gehen, bei dem Handy sind alle 5 blau. Die sind alle reingekommen. Und bei dem Handy fehlt einer, und zwar... Wer fehlt? Seht ihr es vielleicht selber? Nein, ihr seht es wahrscheinlich nicht, weil es einfach nur ultra blendet. Umut fehlt. Umut sich eingetragen. Umut wollte ich rauslassen, weil er einfach nur sein Code hingeschrieben hat und nicht seinen Namen. Dann wollte ich Nachsehen haben, weil Umut nachträglich in der Extra-Nachricht weiter oben noch seinen Namen hingeschrieben hat. Und jetzt hat er nicht mal mitgemacht. Wäre wieder ein Platz gewesen für einen anderen, der danach gekommen wäre. Also, sorry, ich weiß nicht, woran es lag. Umut, wenn du das siehst, schreib mal einen Kommentar, schreib mal rein, wieso du nicht mitgemacht hast. Hast du keine Einladung bekommen? Ist die App abgeschmiert? Hast du es vergessen? Hast du einfach den anderen Raid gemacht in der Raid-Gruppe und deswegen warst du hier nicht dabei? Schreib es auf jeden Fall mal rein, das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und heute Abend Raids für Zuschauer mit Despo da. Wer da noch ein gutes Despo da möchte oder braucht oder Despo da Raids machen will oder einfach nur eine Stunde rumgammeln will, ein bisschen labern will, guckt mal, Alter. Digga, was geht ab? Habt ihr sowas schon gesehen? Schatz, können wir mal kurz in den Wald fahren? Warum? Ich muss einen Schwangerschaftstest machen. Ah, alles klar. Kann man ja nicht zu Hause machen, oder was? Du dummes Sau. Nee, da muss man extra in den Wald fahren dafür, damit man hier einen Schwangerschaftstest machen kann. Wieso nicht? Also, dem höre ich immer zu Schritte. Ich glaube, ich muss hier schnell weg, bevor der Förster kommt und schießt. Ah, da fährt ein Mann einfach rückwärts die Straße entlang. Solange der jetzt nicht hierher kommt, ist alles gut. Er steht auf jeden Fall jetzt dort auf dem Weg. Jetzt fährt er hierher. Ich glaube, das war sein Schwangerschaftstest. Ich würde sagen, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut, euer Ramses.